Am Mittwochabend ist Bilanz zum Citylauf gezogen und die Auszeichnung der Gewinner vollzogen worden. Sportclub-Geschäftsführerin Daniela Fünfstück übergab an die Kita Wirbelwind, die Grundschule am Park sowie das Joanneum den jeweils ersten Platz als teilnehmerstärkste Einrichtung. Mit mehr als 2000 Startern ist in diesem Jahr ein neuer Rekord beim Lauf gebrochen worden, der jedoch trotzdem noch ausbaufähig ist, hieß es zur Veranstaltung. Der 10. Citylauf im nächsten Jahr soll daher noch volks- und familiennäher werden, auch will man dann gezielt Rollstuhlfahrer mit einbinden.